Heute stelle ich euch diesen 28 mm Krümmer vor mit passendem Kalottensystem. Ein riesiger Vorteil ist, dass das schon fertig verschweißt wird. Das heißt, ihr könnt das ganze Plug and Play, so wie es kommt, als Set an euer Moped montieren. Ein weiterer Vorteil, durch diese zwei Einstiche hier mit den mitgelieferten O-Ringe dichtet das Ganze perfekt ab. Das heißt, ihr habt nicht diese tropfende Ölnase. Zudem, durch die Federn wird das Ganze auch leicht schwingend gelagert. Das heißt, ihr habt auch weniger Belastung auf dem Gewinde vom Zylinder, das natürlich auch immer so eine kleine Schwachstelle ist. Durch die Federn könnt ihr das Ganze leicht montieren und demontieren. Und das ist auch genau das passende Stichwort, denn genau das mache ich jetzt. Ich montiere das Ganze und dann seht ihr es auch im Detail. Für die Montage habe ich jetzt einfach schon mal hier an dem Flansch die Federn eingehängt, plus die Kupferdichtung eingelegt und kann das Ganze jetzt hier montieren. Riecht noch ordentlich fest. Richte nochmal den Flansch kurz aus und steckt dann einfach den Krümmer mit den vormontierten O-Ringe, die ich leicht eingefettet habe, hier rein. Richte es leicht aus und tue mit dem Federzieher dann die Federn einhängen. Und somit ist er schon fertig montiert.